Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Detroit Become Human, doch mit Connor unterwegs. Was bedeutet, dass er noch lebt natürlich. Nicht nach unserer anfänglichen Aktion, muss man sagen. So, wir können hier alle mal scannen und schauen, wer hier Lieutenant Anderson ist. Wir brauchen nämlich diesen Herrn, warum auch immer. Ah. Gesicht nicht erkannt. Hallo? Wer ist das? Da haben wir ihn. Lieutenant Anderson Hank, Polizeilieutenant. Schaut ab mir aber nicht so aus, oder? Lieutenant Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist erst die fünfte Bar. Was willst du? Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein CyberLife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Na, ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastik-Arschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Verzeihung, Lieutenant, ich muss darauf bestehen. Meine Anweisungen verlangen, dass ich sie begleite. Weißt du, wo du dir die Anweisung hinstecken kannst? Nein. Wohin? Oh mein Gott. Bitte, hören Sie jetzt auf zu trinken und kommen Sie mit mir mit. Das würde uns beiden die Sache erleichtern. Ich glaube, wir können gehen. Kein Schimmer, warum ich dir keine knalle. Ihr Pflichtgefühl, Lieutenant. Und die Reparaturkosten, die Sie tragen müssten. Zu Ihrer Information, ich koste ein kleines Vermögen. Wunderliche Technik. Sie programmieren sogar Arschlöcher heutzutage. Ich muss los. Die Pflicht ruft. Das Grinsen. Du wartest hier. Dauert nicht lang. Ich habe Anweisungen, Sie zum Tatort zu begleiten, Lieutenant. Hör zu, ich gebe einen Scheiß auf deine Anweisung. Ich hatte gesagt, warte hier. Also halt einfach die Klappe und warte hier. Gegensätzliche Befehle. Joss Douglas für Kanal 16. Können Sie bestätigen, dass es Mord war? Ich bestätige hier gar nichts. Hallo, guten Tag. Hier gibt's nichts zu sehen. Haben Sie was gesagt? Typisch DPD. Androiden haben hier keinen Zutritt. Er gehört zu mir. Welchen Teil von bleiben im Auto hast du nicht verstanden? Ihr Befehl widersprach meinen Anweisungen, Lieutenant. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg, kapiert? Verstanden. Guten Abend, Hank. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So, du hast jetzt einen Androiden, hm? Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Den Nachbarn Vermieter an. Sein Mieter war mit den Zahlungen gestoppt. Check mal die Umgebung ein bisschen, weil das sehr wichtig sein kann. Aber hier ist, glaube ich, nichts weiter. Nee. Ja, warum so interessiert? Okay, wir geben da rein. Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Seinen Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Puh, bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte auch gereicht.
Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Die Nachbarn wissen, dass er einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Ich brauche mal frische Luft. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Okay. Gut, wir sollen Beweisstücke überprüfen. Fangen wir doch gleich mit dem Messer an, oder? Checken wir mal das ab. Also wahrscheinlich hier wieder Androiden. Schuld. Keine Fingerabdrücke, Androiden beteiligt. Ja, wahrscheinlich. Wenn wir die Probe anschauen, dass sie auch von ihm kommt. Lecker Schmecker. Oh Scheiße, was zur Hölle machst du da? Ich analysiere das Blut. Ich kann Proben in Echtzeit prüfen. Tut mir leid. Ich hätte sie warnen sollen. Okay, nur nimm keine Beweise mehr in den Mund, verstanden? Verstanden. Puh, verflucht, ich glaub das alles nicht. Ja, ist von ihm. 19 Tage. 19 Tage. Die Buchstaben sind perfekt. Viel zu sauber, kein Mensch kann so schreiben. Okay. Was ist das hier? Red Eyes, Aceton, Lithium, Thirium, Salzsäure, Opfern am Drogen. Okay. Chris, auch sein Blut? Das Blut des Opfers? Ja, ich denke schon. Wir nehmen Proben für die Analyse. Okay. Ja, habe ich schon analysiert in wenigen Sekunden, du. Braucht ihr gar nicht Red mehr nehmen. Eyes. Unser Freund. Und Carlos hat auch gerne gefeiert. Ja, auch. Chris, ich will eine komplette Analyse. Sind auf dem richtigen Weg. Wird erledigt, Lieutenant. Okay. Lesen. Aha. Offiziell Sex mit Androiden ist besser. Interessant. Spioniert ihr Android sie aus? Immer mehr Experten weisen darauf hin, dass CyberLife seine 120 Millionen Android nutzen könnte, bla bla bla. Privatgespräche aufzuzeichnen. Okay. Gezielte Werbung. Ja, das ist auch schon heute ein Problem. Gezielte Werbung durch so große Konzerne mit verschiedenen Methoden, ne? Wird ja immer spekuliert. Okay, hier war das Messer gehangen. Mordwaffe. Jetzt checken wir hier. Okay, die Frage ist auch, wohin er hin ist dann, ne? Baseballschläger. Fingerabdrücke von Ottis Carlos. Diebstahl, schwere Körperverletzung hat er schon als Vorstrafen in der Mahlzeit. Und heftige Aufprallbeule. Rekonstruieren. Schauen wir mal, wie das passiert ist. Also er hat hier auf irgendwen eingeschlagen. Auf den Androiden, der das Messer nahm. Oh, okay, krass. Also er hat erst geschlagen. Emotionaler Schock. Zack, zack, zack. Und da nimmt er das Messer und wehrt sich. Okay. Aber Androiden dürfen sich, glaube ich, gar nicht wehren. Das ist halt schon das Problem. Okay, haben wir hier sonst noch was? Wir gehen mal hier lang. Was ist hier oben? Sicherungskasten oder was das sein soll? Okay. Hier. Aha. Zwanghaftes Schreiben. Und hier unten ist irgend so eine Statue. Religiöse Opfergabe. Das kann natürlich auch sein, ne? Schaut ganz danach aus. Da unten auch so liegen so Sachen am Boden. Ein paar Kräuter oder sowas. Das ist gut möglich. Okay. Wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und jetzt müssen wir auch noch rausfinden. Können wir irgendwie hinter? Hier, ja. Wohin der geflohen ist? Hier war scheinbar offen. Fußabdrücke. Modell K52 DPD.
Die Tür war von innen verschlossen. Der Killer muss hier raus sein. Es gibt keine Fußspuren, außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist vor Wochen passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein. Auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. Okay. Hm. Hier. Der Stuhl. Der fehlt uns noch. Okay, hier sind auch noch seine Fingerabdrücke. Ja, Kampf ist klar mittlerweile. Wo bleibt der Rechtsmediziner? Er soll vor einer halben Stunde hier sein. Er ist unterwegs. Okay. Er kommt bestimmt gleich. Haben wir in der Küche sonst noch etwas? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war alles. Zumindest hier in der Küche. Da hinten haben wir noch was. Na los, Leute, macht mal hin. Wir wollen ja nicht übernachten. Keine Sorge, hier will niemand länger bleiben als unbedingt notwendig. Was ist das? Er hat's weggeworfen. Das ist ein Beweisstück, Kollege. Da ist etwas Seltsames im Badezimmer. Hast du es gesehen? Mhm, irgendein Club, Eden Club. Ah, oh, okay. Ein Schrank. Nichts Wichtiges. Was hier passiert? Der analysiert es nur, okay. Interessant, interessant. Hier, unseren werten Herrn haben wir noch gar nicht angeschaut. Der schaut nicht mehr ganz so frisch aus. Red Eyes, das ist irgendeine Droge. Ja, 130 Kilo, Mahlzeit. Gegen Abend dann verstorben. Das haben wir schon, ne? Ja, Red Eyes. Hier, Messerstiche. 28 Messerstiche. Vor mehr als 19 Tagen verstorben, das ist schon heftig. 28, da wollte einer auf Nummer sicher gehen, du. Hier, an der Hand. Fingerabdrücke, ja, Ort ist Carlos, das wissen wir bereits. Aber jetzt können wir das Ganze rekonstruieren. Aha. Flaschen. War, dass er ausgerutscht ist. Hier ist er gekrochen. Opfer wurde erstochen, ja, das wissen wir auch schon. Die kam aus der Küche, ja. Das habe ich mir schon gedacht, aber hier zack, wieder reingestochen, zack, wieder reingestochen, zack, 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 wieder reingestochen. Ja, Mahlzeit. Krass. Er hat Stichwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. I am alive. Ich bin am Leben. Mit Cyberlines Live Schriftart. Was bedeutet, dass wir höchstwahrscheinlich es mit dem Androiden zu tun haben, der halt meint, der ist am Leben. Was er ja wahrscheinlich auch ist. Okay. Okay, wir sollen dem Anderson Bericht erstatten. Machen wir das. Grüß dich. Lieutenant, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz Ohr. Alles begann in der Küche. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Der Android stach auf das Opfer ein.
Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja? Und was geschah dann? Das Opfer floh dann ins Wohnzimmer. Und er wollte dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Mit dem Messer. Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Thirium. Er verlor was? Thirium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Blaue Blutspuren. Hier. Hier am Boden waren welche. Blau, blau, blau. Blau, blau, blau. Führt uns weiter. Wahrscheinlich in die Küche. Hier. Hier waren blaue Blutspuren. Und auch noch weiter ins Bad. Wo er wahrscheinlich den Androiden opfern wollte oder so. Schätze ich mal. Leiter wurde benutzt. Ah, der ist aus dem Badezimmerfenster. Nein, hier oben rausgekrochen. Ah, auf den Dachboden. Alles klar, kurz erschrocken. Hier war auch noch Blut. Blaues Blut. Wir sollen mit irgendwas klettern. Den Stuhl. Was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Oh. Dann überprüf mal schön. Oh. Also ich würde da vorsichtig sein. Das schaut mir aus wie ein Typ, der da steht. Warte. Ich will nach links gucken. Eigentlich will ich nach links gucken. Da steht doch jemand. Eieiei, du. Okay. Ah, hui. Der muss noch hier sein, der Android. Der ist noch nicht geflohen. Da hinten ist er. Da hinten ist er. Hallo. Hat der rote Augen? Ganz ruhig. Oh, hi. Ich hab mich nur verteidigt. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verrat mich nicht. Connor, was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant! Ach du Scheiße! Chris, Ben, schwingt sofort eure Ärsche hier rein! Na los! Oh, ich glaube, der hat was vor. Okay, Abweichler gefunden.
Wahnsinn, Leute. Okay. Also wir haben alles rekonstruiert und ihn dadurch finden können. Aber schon heftig, oder? Kann man mal machen. Ja, was meint ihr? Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Und wir schauen im nächsten Video, wie es weitergeht. Das war mal spannend jetzt hier. Und bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.